Weiter geht's mit Dead Space 2. Immer noch auf der Krankenstation. Ja. Mit dem Blut, das eigentlich weggewischt war, aber immer noch da ist. Und einfach nur random, obwohl es gar nicht hier zupasst, Happy muss Papa. Der sich irgendwie nicht auf seinen Balkon blicken lässt. Der ist doof. Ja. Ich glaube, der hat Angst. Dafür sollte eigentlich eine Monorail sein. Ja, denke ich auch. Du machst mich nicht fertig. Eben. Ich höre irgendwo Gegner. Ich flieg weg. Tschüssi. Also man hätte ja vorher schon merken können, dass hier in dem Raum Gegner sind, dass ich, da der Shop ja offline war. Ich dachte, das lag daran, dass hier Schwerelosigkeit herrscht. Ah, das kann natürlich auch sein. Ach Ruf. Haha. Gegner denied. Ich weiß nicht, irgendwie bei... So was hab ich... das war eine Halle, oder? Warum ist da trotzdem ein Loch? Wahrscheinlich war es schon vorher da. Dahinter ist eine Wand. Nee, vor der Halle war da kein Loch. Oder er hatte die Halle, dass... Oder er hatte die Halle, dass da kein Loch ist. Es ist so verwirrend! Na, was ist Hallo, was ist nicht? Isaac, warum kannst du dich nicht mal entscheiden, was eine Hallo ist und was nicht? Ach ja, die Brücke. Ja, war ja nicht das erste Mal der Fat Cops, den man nur von hinten besiegen konnte. Ha, Kopf ab. Echt? Mit euch! Isaac will nicht puscheln. Ich hab ja heute mal wieder Dead Space. Ich hab heute wieder Dead Space 1 gespielt. Ich hab was total Lustiges gemacht. Ich hab immer die Köpfe von den Mikros genommen und gegen die Wand geschleudert mit Chinesen. You don't say. Ist richtig so. Komm her! Und stirb. Ich gehe mit meiner Rasierklinge. Die gerade kaputt gehen. Und meine Klinge mit mir. Ach ja, hier ging glaube ich der Meteoritgedöns einmal. Von oben nach unten durch. Anscheinend nicht. Na doch, da ist doch ein Loch. Was ich aber trotzdem nicht verstehe. Wenn hier oben ein Meteorit durchging, dann müsste eigentlich ja das ganze Schiff ein Loch haben. Warum ist denn hier drin kein Vakuum? Kennst du Abschirmung und so? Aua! Uah. Och nee! Irgendwo ist hier noch wer. Ich weiß es. Das habe ich im Gefühl. Die sind blöd. Die lauern in Kisten. Eben. Übrigens, stell schon mal ein, Leute. Am Wochenende gibt es keine Videos. Weil wegen Grafikkarte da. Und das heißt, am Wochenende ist großes PC aufrüsten. Ich wusste doch, da ist noch einer. Ja. Ich glaube, der möchte dich tot sehen. Wogegen ich etwas persönlich habe. Okay, nichts dagegen, den tot zu sehen. Da, Fuck. Okay.
Okay. Ich lasse das mal unkommentiert. Ja, ich lasse das mal unkommentiert im Raum stehen. Ernsthaft, wieder von hier. Wächter. Du bist nicht real. Und trotzdem springt sie wirklich. Wah! Ah, überall geh ich nass! Aua! Dass der einen immer umwirft! Ich dachte, ich bin hier der Umwerfende. Dachte ich auch! Alter, jetzt ist aber gut hier! Das ist schon unfair. Man kann es auch übertreiben mit alle auf einmal. Jetzt wollten sie irgendwie alle auf einmal haben. Finde ich aber nicht nett. Gar nicht nett. Aber die drücken auch einen Schaden. Dann gehen wir zuerst hier hin. Und wir finden eine Bench. Yay, Bench. Audio. Danke, dass Sie das Ishimura-Archivmaterial auf dem Retox identifiziert haben, die möglicherweise der offiziellen Schilderung des Untergangs der Ishimura auf links. Ich glaube, das ist nicht mehr wirklich viel jemand da zum melden. Das denke ich nicht. Wie gäbe würde ich hier jetzt eine Mine hinsetzen? Einfach nur, weil es günstig wäre. Von der Platzierung her. Ja, eigentlich bräuchte man dafür entweder einen Detonator oder einen. Also die Strahlenkanone. Die kann es auch. Mehr Dauer. Jetzt kann Kasashini erst noch länger. Genau. Wow. Du eines sicher extra bis zu mir hingequält. Und noch einer. Hallo, Bruder. Geh sterben. Na komm her. Genau, eine Sekunde bevor er stirbt. Und ich habe eigentlich gerade gestarrt. So, du kommst mir hier nicht weg. Dich zerschnibbel ich. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Der da! Ist nicht. Der nächste bitte. Ich hab dich gesehen. Ich sehe dich immer noch. Ich starr's dich weg. Ich hab's gesagt, ich starr's ihn weg. Eiskalt. Irgendwas lebt hier noch. Einmal Stasen auffüllen. Wow, Double Stasung. Ja. Und trotzdem kotzt der Arsch mich voll. Das ist doch echt zum Kotzen hier! Mann, kaum benutzt man mal Stasepack, weil man Stase braucht, schon krieg ich mal schon wieder eins leer geschmissen. Ha! Diesmal nicht, ihr kleinen Drecksviecher. Not this time. So, speichern.
Ja, bist du? Wohl? Hallo? Willst du mich verarschen? Das Spiel sagt nein. Aber die Speicherstation ist online. What the fuck? Willst du mich verarschen, Spiel? Lebt hier noch was? Irgendwo? Irgendwo? Hier lebt doch nichts mehr. Die gehen nicht auf. Hier lebt nichts mehr. Spiel, lass mich speichern. Oder sagst du, ich darf nicht speichern, wie sie da unten war? Nö, lass mich nicht. Ah, jetzt! Da. Da. Die Speicherstation war verdammt pingelig. Aber ernsthaft. Da. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir da unten nichts gesehen. Von hier sieht's aus, als ob die Zentrifuge volle Kraft läuft. Gut, hoffen wir, dass es funktioniert. Das wird eine knappe Sache. Bereit? Bereit. Erwarte Signal. Oh, eine Weile her, dass wir hier waren. Also hat mal wieder irgendjemand die Schränke aufgefüllt. Ja. Gravitation Beam. Activate. Also gedrückt halten. Wow, Earthshake. Komm her, Regierungssektor. Nein, gehen Sie ohne mich. Ich nehme eine der Rettungskapseln. Wir treffen uns drüben. Fuck, Idiot! Die Gravitationsstrahl wird den ganzen Mond auseinanderreißen. Fuck! Zeit für den Abflug. Ja. Weg hier! Es gibt es noch Zeit. Ach Mensch! Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du bist. Startsequenz initiiert. Auf einmal ist es so leise. Hui! Ich bin weg! Ellie, haben Sie es geschafft? Isaac, wir haben die Schienen überquert, aber wir sind viel zu schnell! Sie sehen, was ich sehe, Ellie. Ich verspreche, es wird nichts wehtun! Klaus, legen Sie den Schraubenzieher weg, Schluss damit! Oh oh, er hat ihn doch benutzt. Mann, der sollte wirklich kein Mechaniker werden. Oh oh! Wir schmieren ab! Das ist laut sein, Isaac! Wir sind soeben abgeschmiert. Isaac, bist du da? Mehr oder weniger. Die Shimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Hey, und wie durch ein Wunder haben wir überlebt. Ja. Isaac! Alles wird gut. Das verspreche ich. Das wird kein bisschen weh. Nur Pump über dein Gesicht. Schuss! Ins Auge dich die Nadel steckt. Schuss, verdammt nochmal! Ah! Au! Der ist verrückt. Was merkst du erst jetzt? Natürlich ist er verrückt. Er ist auch ein Patient gewesen. Ich glaube jetzt nicht mehr. Hm. Schon bald 6,5 Stunden. Hm. Ey, Ruf. Geld. Gucken, wie viel Medikits haben wir eigentlich? Och, ein bisschen was.
Ja, sollte ein bisschen reichen. Meine Ripper Kling. Ich meine Kasushini mit Kling. Hey, herkommen! Kasushini Kling angetreten. Geht doch. Die waren fuckig. Ist nicht. Wow. 3000. Hm? Bein weg. Und noch ein Minigeld. Und noch ein Bag klicken. Aber es lohnt sich wirklich, den erstmal die Beine wegzuschießen. Ja. So viele Medikits. Ich will nicht wissen, wofür. Oh, Chinese steht. Aua. Oh. Hab Explosion! Dammit, daneben. Geh weg! Nein? Böses Baby? Guter Baby! Es wollte nur kuscheln und wurde abgelehnt. Zu Recht. Okay, du hattest nichts mehr. Du hattest auch nichts mehr. Und was hinter dieser Tür ist, erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin, see ya, Leute. Ciao.